Die Beschaulichkeit und die Annehmlichkeiten des Deutschen Hauses in Krasnaja Poljana nutzten einige Athleten, um sich die Eröffnungsfeier in Sotschi im Warmen anzuschauen. Zum ersten Mal bei Olympia dabei, Tobias Arlt und Tobias Wendel, die deutschen Goldhoffnungen im Doppelsitzer. Maria Höfel-Riesch führte die deutsche Mannschaft beim Einmarsch an. Für die Doppel-Olympiasiegerin von Vancouver etwas ganz Besonderes. Ich war 2010 eben bei Olympia bei der Eröffnungsfeier dabei und da in das Stadion einzumarschieren, das sind solche Emotionen da im Team, mit allen da zusammen das zu erleben und jetzt auch noch vorne wegmarschieren zu dürfen als Fahnenträgerin. Also, dass ich das noch erleben darf, ist wirklich ganz, ganz toll und macht mich sehr glücklich und stolz. Mit dem Rodeln beginnt dann endlich der erste Wettkampftag. Groß die deutschen Medaillenhoffnungen hier, natürlich auch bei einer ganz anderen Sportart. Ich freue mich erstmal einfach, wenn es dann endlich wieder losgeht und die ersten Rennen da sind. Und ich freue mich natürlich auch auf die erste Medaille, die deutsche, und auch hoffentlich dann im Biathlon recht bald eine. Hier können in den nächsten Tagen hoffentlich viele deutsche Medaillen gefeiert werden. Arlt, Wendel, die beiden Rodler jedenfalls, wollen ihren Beitrag dazu leisten.